Konzentriere ich mich mal aufs Spiel. Schick angezogen habe ich den Juggernaut hier. Neue Maske habe ich geschenkt bekommen. Sieht sehr, sehr cool aus. Dazu halt die Oldschool-Fahne, das geile Schwert. Der Jugger ist einfach super geil. Ups, ich glaube, ich habe eben falsch angezeigt, an welche Lane ich gehe. Aber das könnten die sich eigentlich auch denken. So, wir haben noch zwei AFK in dem Spiel. Ich schreibe noch mal. Once again, Digital Sports. Was kann er sich entscheiden? Where Was were gibt's we? denn noch? Radiant was Gibt eine pushing. Menge, ja, Crystal Was Maiden. it? Okay, never mind. Everyone just go Okay. bottom. Fuck you, Rita. Dass er mit dem gleich wieder freundlich. Gleich wieder freundlich dabei, alle. Der stackt dann seine. Put me in the Vanguard. Ist jetzt nicht 0,5, oder? Oh Mann. Gerade kriege ich im Chat die Nachricht, dass es 5-0 ist und hier im Spiel auch. Ah, ist ja nicht so, dass wir hier gar nichts mitkriegen von dem ganzen Quatsch. Ja, sehr interessant. Ah, okay. Passt. Passt. Ja. Ich werde mal eins auf Stats tun, dann in der Lane. Dann auch noch Mana burnen, die Kacksau. Ja, sauber. Sauber. Ah, na gut, Buddy Block hilft nicht viel, wenn er einfach seine Waveform anmacht. Aber schöner Anfang. So passt das. Ja. Level 2. Blade Fury. Auch sehr schön. Und da kommt die Mana Regeneration schon von der Crystal Maiden. Juggernaut, let them feel the cool of your blade. Oh, Crystal Maiden. Das mache ich. Na, der. Ah, wenigstens keinen Schaden gekriegt dann dadurch. Sich angehört, dass sie zweimal ihre Potion angemacht. Ah ne, er war das.
Pass auf, Crystal Maiden. Pass auf. Bin da sehr... Na, ein bisschen offensiver hier. Passt schon. Der Crystal... der Nyx Assassin nervt da anscheinend im Jungle rum. Ich hätte mir einmal die Boots... Na, gucken wir mal. Na doch, die Boots hole ich mir gleich mal. Tschüss. Und da haben sie den Nyx Assassin, der die ganze Zeit im Jungle genervt hat. Müssen wir mal gucken, wie das mit den... Ich weiß nicht, wie es da bei der Mirana läuft und so. Wir haben auch einen Tinker, wie es halt nachher mit dem Carry aussieht. Wir haben keinen klassischen Hard Carry. Und deswegen muss ich ein bisschen schauen, ob ich vielleicht diese Rolle übernehmen soll, muss. Da ist der Nyx Assassin. Au. Das tut doch alles weh. Kann ich vielleicht ein Tango bekommen? Ein Tango, Madame? Danke. So, jetzt müssen wir ein bisschen... Na, sollte ich auch ein bisschen HP haben. Wenn ich das versuche. Your middle tower is under attack. Na. Jetzt mal gucken, dass das blöde Katapult nicht auf den Tower schießt. Und geht. Nein. Ups. Zieh dich da zurück. Orange kommt da auch. Hä? Hat er keine Spells? Ne, der hat sein Dings verbraucht. Your top tower is under attack. Und kaputt. Sehr schön. Ist ja wenigstens der ganze Weg von oben gelohnt. 4-3 liegen wir trotzdem nur vorne. Hat der eine Bottle, der gute Mann? Ne, aber er holt sich einen Mana. Na gut, dann mache er das. Oben hat natürlich der Morph jetzt ein bisschen Farm gehabt. Ich überlege halt tatsächlich, ob ich mir einen Midas hole. Ist eher ungewöhnlich. Mache ich einen Jugger eigentlich auch so gut wie nie, aber es könnte sein, dass wir es brauchen. Ja. Wow, 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 wow. Keep murdering. Quite a spree. Dominating. Two innocent lives taken. Mega. No, no, no. Zu dem Ricky gesprungen. No. Wie unglücklich. Das, nein. Warum nicht alles auf den Ricky? Alles auf den. No, no, no. Steht inzwischen schon wenigstens 6-0 für Deutschland. Na gut. Faceboots. Und schnelles Arganims. Mehr braucht es an dieser Stelle dann nicht. Ich hätte mir Midas überlegt, wenn ich jetzt oben den Teamkampf so gewonnen und noch einen Kill gemacht hätte, möglicherweise. Wird allein
weil es halt recht ausgeglichen ist bisher und wir dann diesen schnellen, um den Anschluss zu behalten, weil die auch bessere Carries haben, finde ich. Ja, egal. Jetzt zu spät. Oben die Crystal Maiden allein ist natürlich auch Quatsch. Ich gehe mal schnell. Kann man die Illusions loswerden, damit die hier nicht dann zum Scouten benutzt werden und solche Kinkerlitzchen. 8-6 für die anderen jetzt. Mirana leider gestorben. Bleib an der Seite, vielleicht mit einem Frostbite auf ihm. Whole lot of murder going on here. Sauber. Suppose we defend that bottom tower. Hm? Yes, yes. Dire structures are fortified. So, als nächstes skill ich dann mal den Healing Ward zum Pushen auch. Au! Das tut doch alles weh. Also als nächstes den Healing Ward, vor allem natürlich mit der Mana Aura. Sehr schön. Naja. Nun gut. Nach oben, Achtung, da kommen eine Menge. Your queen. Sauber. A quantity of murder, the sick and wicked. Na, da komme ich leider nicht schnell genug hin. Schade. Schade, schade, schade. Dann ziehe ich mich jetzt mal zurück. Und dann geht's halt aufs Arganims. So, dann kann ich mir schon mal den Point Booster hier rausholen. Und jetzt wenigstens mal 6-0. Im Chat wird gefragt, ob bei dem großen Vorsprung die Deutschen sich einen Midas bauen. Wäre eigentlich sinnvoll. So. Sword Kuras. Sword Kuras. Arganims. Dire's courier is dead, but its crimes and transgressions linger on in memories. Ja. Shadows take us. Na, da werden wir keinen finden. Mid tower taking damage. Yes. Juggernaut. Okay, auch nicht schlecht. Dann pushen wir einfach mal die Mitte jetzt hier. Mid tower taking damage. Monster. Jungs, warum denn? Warum denn Suiciden? Das war nicht gut. Schade. Okay, mal. Oben ist die Rune. Was hat der Morphling inzwischen? Ist auf dem Weg halt zu seinem Linkens. Godlike, your middle tower is under attack. One's middle tower being attacked truly does send. So leicht will ich mir mein Healing Ward nicht abnehmen lassen. Von dem Mid tower taking damage. Oh dear, well that's one less middle tower for you. Jungs, nicht so gut aus. Müssen jetzt mal gucken, dass wir unten den Tower nicht verlieren. Ach, mein Point Boost ist aber nach dem scheiß Kurier.
Da, wo ich auch nicht ganz unschuldig dran bin, dass er gestorben ist, aber und ich gedacht, dass von dem Secret Shop aus sofort der Morphling da steht. Wir müssen ja ein bisschen zusammen verteidigen. Okay, es geht da oben. Autsch. Schon tot leider. Na gut, der Morph ist auch nicht mehr da. Sind also alle in der Mitte. Ja, ich glaube, ich werde mir nämlich nur auf jeden Fall überleben und meinen Ulti rauskriege. Mal erst mit dem Ogre Club anfangen. Ja, es tut mir natürlich ein bisschen leid. Die Crystal Man, wenn sie jetzt ein paar Mal stirbt. Hat natürlich trotzdem einen guten Start gehabt, aber jetzt alleine. Versucht das. Ich will jetzt kein Healing Ward gerade hier verbrauchen, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass es gleich irgendwo anders zur Sache geht. Ah, die Kombination immer. Wenigstens ganz gut am Jugger. Und jetzt mal deutlich mehr HP mit Point Booster und Ogre Club. Wir müssen unten den Turm verteidigen. Bin auf dem fucking Weg. You do know your bottom tower is being attacked, right? Dire have fortified their towers. Top tower under siege. Na, schaffen wir jetzt mal was? Ach, kommt. Wow, sehr schön. Der Healing Ward. Sauber. Ja, seltsamer Kampf. Au! 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 Autsch! Das tut weh. Da hätte ich den Tinker mal ganz gut beim Verteidigen brauchen können. Gut, das hätte vielleicht auch nicht viel geholfen, aber... Ein Laser hätte mich retten können, aber au, au, au! Puh! Immer noch vorher einen Creep gekriegt und Level 2 Ulti. 1500 fehlen noch zum Arganims. Und wir haben immerhin erst einen Turm verloren. Das ist dafür gar nicht so schlecht, dass die uns so ownen. Brauchen Dust. Fuck! Ups, ich schreibe hier witzig. Vor mich hin. Autsch. Nein. Nein! Ha, fucking fuck fuck. Wo ist denn unser Team? Ah, die Crystal Maiden tut mir echt inzwischen auch leid. Aber jetzt sieht es auch aus, als wenn wir das einfach verlieren. Ja, unser Teamplay ist nicht das geilste. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ja, unser Mid-Hero 1-5 und Offlane haben anscheinend ganz schön verkackt. Und jetzt verlieren wir die Tower nacheinander. Das ist der Rückstand. Your bottom tower is under attack.
Ja, jetzt aber eh zu spät langsam. Top Tower under siege. Your top tower is under attack. Das ist ärgerlich, das unten und having a top tower was not a part of your strategy. Vor allem die Mitte auch. Weiß gar nicht, was bei dem Invoker passiert ist. Schade. Ja, das bringt jetzt natürlich nicht viel. Was sollte der Mirana Ulti jetzt? Immerhin das. Tremendous. 15 kills. Wie ist denn mit dem Laser? Deswegen ist noch eine Chance, irgendwas zu erreichen, weil dann der Martial Machines, der erst nach 10 Minuten ankommt. Völliger Scheiß. So. Schade, so ein verschenktes Spiel. Wer ist da? Der Rasta ist da in der Nähe. Wir müssen aufpassen ohne Sentries. Ja. Naja, irgendwas erreicht haben wir schon sicherlich. Der Tinker. Death. Na, es ist. Da muss man auch ehrlich sein, das hätte man erwarten können. Die waren alle gerade eben noch da. Und da dann einfach hinzugehen, ist ein bisschen. Au. Da war ich leider gesilenced. Ja. Das lief für die ganzen Leute irgendwie nicht gut. Warum denn? Warum muss es denn bei denen so schlecht laufen? Warum muss es für die so scheiße laufen? Die wollte anscheinend Ward geben, oder was hat sie versucht? Ja, an Farmen ist natürlich jetzt auch nicht mehr zu denken. Your middle tower is under attack. Ja, ein Frostbite wäre da eher mal was gewesen, was wir brauchen. Theoretisch könnte man sowas immer noch gewinnen, mit einem Tinker zum Beispiel, für den es jetzt nicht so schlecht lief. Die Invoker und die Mirana lief halt gar nichts. Gucken wir mal, ob wir unten helfen können. Man kann eigentlich auch gut verteidigen mit March of the Machines. Was hat er denn? So, ich will hier weg. Vielleicht hole ich mir danach sogar einen Gem. Ups. Au, au. Phew. Phew. Ja, komm. Kill den blöden Sack. Kill doch den blöden Sack. Das ist unerträglich. Und der Tinker ist AFK oder was? Ne, Rearm gerade, okay.
Jetzt gehen wir mal in die Healing Ward. Ein Tier-Tutor haben wir noch. Nichts ist verloren. Brasilien kann auch noch gewinnen. Jetzt läuft der Tinker, muss ein bisschen vorsichtiger sein. Er will natürlich Split pushen. Ja. Und der Ricky wird nicht in der Nähe sein, im Moment da das Division. ...350 noch. Komm, das Aghanim würde schon eine Menge helfen. Ups. Au. Aber jetzt mal das Aghanim ist fertig, das hätte eben ganz schön Unterschied machen können. Na, der Tinker, jetzt jedes Mal, das ist doch langsam zu offensichtlich. Es ist ja gut, dass er Split pushen möchte, aber jedes Mal, jedes fucking Mal. Ja, ja. Gut. 34-14. Ah, ist das bitter. Ist das bitter. Ich habe keine Lust mehr, das. So ein Idiot. Na, ich hole mir nochmal einen Gem. Da haben wir auch keinen richtigen Carry. Und jetzt haben wir auch kein richtiges Spiel mehr. So, auch wurscht. Dann hören wir gleich mal hier auf. Ich will nur das CM das eben kurz erklären. Kannst du einfach rausgehen. Ich will noch einen killen. Ich will mein Ulti mit Aghanim noch mal benutzen. Noch nie umsonst gebaut. Congratulations, your middle tower is being attacked. Vielleicht den Ruster noch mal? So Rasta Man? You ask, and I will answer. May I Nein! Komm! Warum denn nicht Frostbite? If you have any last words for your bottom tower, mid tower taking damage. Man könnte noch ein bisschen Sachen verkaufen, dann kann ich wenigstens noch mal. Ich will noch einen. Komm. Dann halt deine Sachen auch noch. Ah ne, der ist noch nicht lang genug weg. Mirana. Auch nicht. Einen will ich noch mal in Ulti setzen. Und ich glaube, ihr ahnt schon, was im letzten Spiel jetzt wieder fällig sein muss. Ich glaube, ihr ahnt es. Wenn irgendwie die Spiele so laufen mit Liefern und Fiedern. Ich glaube, ihr ahnt es schon. Ich glaube, ihr ahnt, was sein muss. Ich glaube, ihr ahnt es schon. Ich glaube, ihr ahnt es schon, was gleich passieren wird in der nächsten Runde. Ihr ahnt es schon. Ihr ahnt es schon. Onaga hat schon richtig getippt. Es ist nicht so schwer. Au. Au. Fick dich weg. So. Top Tower under siege.
Und dann war's das. Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Und es muss einfach sein. Also, in der nächsten Runde, Faceless Void, fett aufs Maul.